auf den Punkt genau. Das ist wirklich ganz, ganz selten, muss man ganz ehrlich sagen, dass eine Analyse, die rein auf technischer Basis aufgenommen ist, rein auf Basis der Elliott-Wellen-Methodik, unter völliger Ignorierung jeglicher Fundamentaldaten so eins zu eins eintrifft, wie wir das vorausprognostiziert haben. Es geht um einen der größten Werte unseres Planeten, den Chiphersteller Nvidia. Den wollen wir heute besprechen. Was ist unsere aktuelle Erwartung? Wie haben wir das Ganze gesehen? Wir hatten den Markt damals geschortet, dann sind wir long gegangen, hatten mehrere Zielzonen gesetzt. Was ist jetzt unsere weitere Kurserwartung? Und was dürfen wir auf Sicht der nächsten Monate noch an Anstiegspotenzial erwarten, bevor wir auch sagen würden, an die meisten Anleger, jetzt geht raus aus dem Laden, jetzt ist genug, wir erwarten jetzt eine große, große, langfristig ausgedehnte Korrektur. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute mein zweites Video aus der wunderschönen Schweiz und unserem Schweizer Studio hier. Ich habe gestern ein Video gemacht, das ist in vielerlei Hinsicht ein richtiges Timing gewesen. Ich habe gestern über China gesprochen, chinesische Aktien. Das ist dieses Video hier. Und dort hatte ich erwähnt, dass wir jetzt nicht mehr einsteigen, jetzt abwarten, jetzt auf keinen Fall Positionen mehr hinterlegen. Der Markt ist zu weit gestiegen, wir stehen kurz vor einer großen Korrektur. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat und mögliche Chancen im Markt wahrnehmen möchte, schaut euch dieses Video danach an, denn es hat heute so richtig geknallt am Markt. Die meisten chinesischen Werte haben, wie gestern angekündigt, heute bereits, das wusste ich natürlich nicht, dass es einen Tag später ist, ich ging davon aus, dass es jetzt demnächst starten wird, bereits zweistellige Verluste, also 10, 11, 12, 13, 14% an Wert abgegeben. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Das ist genau das, was wir erwarten. Und wir warten jetzt hier auf mögliche Einstiege über die breite Bank hinweg im China Titans Paket. Aber wie gesagt, schaut euch das Video an. Dazu gehe ich dann dezidiert auf diese Titel ein. Wir sprechen heute über einen anderen Titel, Titel aus dem Tech 33 Paket. Einer der größten Titel der Welt, der mit der höchsten Marktkapitalisierung, Tech 33 hier aktuell gerade wieder mit 67,3% im Gewinn. Und einer der Titel, die wir, der 33 Tech-Titel, die wir da analysieren, ist Nvidia. Und ich möchte heute mal genau darauf eingehen. Hier haben wir jetzt den Live-Chart von Nvidia, Ticker NVDA, Nvidia Corporation, auf 1-Stunden-Basis. Und hier kann man schon sehen, mal grundsätzlich die Züge, was unsere Erwartungen sind. Wir wollen das Ganze aber mal aufbauen. Ich habe ja schon große Töne gespuckt, am Anfang gesagt, wenn es mal so genau läuft, wie wir uns das vorstellen, der Markt ganz präzise so läuft, wie wir es vorab mit unserer Elliott-Wellenanalyse in die Erwartung gebracht haben, also kommunikativ auch nach außen gebracht haben. Und das möchte ich auch beweisen, weil reden kann man viel. Im Englischen sagt man, talk is cheap, reden ist billig, Taten sind da wichtiger. Und wir gucken uns das mal an. Was haben wir denn hier? Wir hatten hier damals um den 10. Juli herum eine Short-Zielzone. Wir hatten also gesagt, der Markt kommt hier rein, er wird hier seine Trendwende vollziehen, er wird also sein bullisches Momentum, das Aufwärtsmomentum beenden und dann wird er stark abverkaufen. Und dann haben wir im Anschluss gesagt, dann kommt er in diese Box hier rein und aus dieser Box her wird er dann stark ansteigen. Und dann haben wir gesagt, er wird sich hier mehrmals pingpongmäßig nach oben arbeiten, bevor er dann irgendwann ausbricht und wir hier einen weiteren Einstieg finden wollen. Ja, wir gehen davon aus, dass der Markt noch einmal zurückkommt. Dann wollen wir eine Zielzone hinterlegen und dann hätten wir hier oben, ich bespreche es im späteren Verlauf, wie viel Prozent Anstiegsmöglichkeiten wir dann noch haben für die Analyse. So, jetzt habe ich aber vieles gesagt. Wir haben behauptet, behauptet, behauptet. Gehen wir es mal ganz genau durch und zeigen es transparent. Und dann könnt ihr das gerne selbst bitte bewerten. Ist das so korrekt? Und das rein auf Basis der Kaffeesatzleserei, des Tarotkartenlegens, in die Glaskugel schauen. Es gibt ja viele Dinge, die man zum Beschreiben heranzieht, wenn man nicht verstehen kann, was wir hier machen mit der Analyse. Jetzt gehen wir mal zurück. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, um den Juli herum, gehen in unsere Login-Bereiche auf unserer Homepage www.hkcmanagement.de und gehen hier auf folgendes Datum: 28.06.2024 um 13.32 Uhr. Nvidia Short steht hier. Ja? Short, also wir sind short investiert, beziehungsweise wir planen einen Short. Short bedeutet, wir wollen von fallenden Kursen profitieren. Dann gehen wir hier im Login-Bereich auf den Nvidia-Chart zum 28.06. Hier sieht man es schon.
Wir haben hier eine Zielzone, der Markt soll hier reinsteigen, innerhalb dieser Zone sein bullisches Aufwärtsmomentum erschöpfen und er soll von da aus stark nach unten abverkaufen. Und mit stark meine ich wirklich hier aus dem Bereich maximal bis 138 runter, auf jeden Fall mal zumindest hier in Richtung 96. Wir können es uns auch auf dem Zweierchart anschauen. Hier sieht man bereits am 28.06. hatten wir das Ziel für den Abverkauf auch schon eingezeichnet. Also mal für die ganzen Leute, welche sagen, es ist völlig unmöglich. Niemand kennt die Zukunft. Niemand weiß, wie die Kurse verlaufen. Okay, dann überlegt euch jetzt bitte mal eine Ausrede, die ihr mir nachher in die Kommentare reinschreibt, wie so etwas möglich ist, wenn wir denn in der Lage sind, das zu treffen. Also wir sehen hier, der Kurs war damals bei 124 Dollar und wir haben gesagt, er wird zumindest einmal hier an die Oberkante, da beginnt unsere Long-Zielzone, also der Zielbereich für die Abwärtsbewegung, um im Anschluss weiter anzusteigen, wird zumindest einmal hier auf die 91,30 gehen. Die Zielzone ist zwischen 91,30 und 76,02 Dollar. So. Das Ganze war am 28.06. Ihr konntet jetzt die Short-Zielzone sehen. Das ist das hier. Da haben wir gesagt, geht der Markt rein. Wenn er da reingeht, hat jeder Abonnent des Tech33-Pakets die Möglichkeit, hier diesen Markt zu shorten. Wie shortet man eine Aktie? Das ist normalerweise mit einem klassischen Aktiendepot so nicht möglich. Man kann es aber mit einem Derivat machen, beispielsweise einem CFD-Broker. So machen wir das jedenfalls. Da kann man jede Aktie long oder short gehen, auf steigende oder fallende Kurse investieren. Ist ganz einfach. Wenn es dazu Fragen gibt, schreibt uns gerne kurz eine E-Mail an die info@hkcmanagement.de. Schreibt einfach rein CFD-Broker, dann schicken wir euch alle Informationen zu, damit ihr auch gleich wisst, wie man das Ganze umsetzt. So, jetzt gehen wir weiter in der Zeitschiene. 28. Als nächstes gucken wir uns an den 15.07. Hier Nvidia Welle 3. Der Chart, wir sehen, was ist passiert. Der Markt ist hier reingekommen. Er ist genau an das 88,7er Fibonacci rangelaufen bei 38,05 Dollar und ist von dort aus stark abverkauft. Das ist eine reine Wellenanalyse. All das dürfte der Logik vieler Anleger nach überhaupt nicht möglich sein, weil irgendein Fundamentalereignis, irgendeine Nachricht, irgendeine Rede vielleicht des CEOs oder des CFOs oder des COOs, also einer aus der Vorstandsebene, der muss doch eigentlich den Kurs nachher verändern. Das kann ja nicht zyklische Natur sein. Nein, 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 das geht nicht. Okay, es ist aber genauso gekommen. Markt kam rein, hat seitdem abverkauft. Jetzt gehen wir in der Zeitschiene nochmal etwas weiter. Ich gehe wieder zurück, zeige das nochmal. 15.07., den ich gerade gezeigt habe. Wir gehen weiter. Wir sind jetzt beim 30.07. Hier oben gezeigt. Nvidia, Absicherung. Was haben wir hier gemacht? Man sieht, der Markt verkauft weiter ab und zwar sehr stark. Er ist dann unter die erste Hürde gegangen bei 115,01 Dollar. Wir gucken uns den langfristigen Chart an. Auch hier Zielzone steht nach wie vor. Wir sind jetzt also short investiert. Wir verdienen vom stark abfallenden Kurs von Nvidia, den wir rein auf zyklischer Basis analysieren, so wie jeden anderen von den über 200 Assets, die wir jeden Tag analysieren. Jetzt gehen wir auf der Zeitschiene weiter. Final gucken wir uns das Ganze an. Jetzt sind wir beim 14.08. Der 14.08. Nvidia, 1-Stunden-Chart. Hier ist die Zielzone angelaufen worden. Ich werde es gleich auf dem Live-Chart zeigen, dass es ja auch jeder sieht. Einmal angelaufen worden, genau an der Oberkante der Fibonacci-Unterstützung hat der Markt gedreht und ist von dort aus stark wieder nach oben gelaufen. So, und was haben wir damals gesagt? Wir laufen hier, das ist unsere Prognose gewesen, also jetzt haben wir den Short korrekt getroffen, den Long korrekt getroffen und dann haben wir gesagt, jetzt wird der Markt in einem Zickzack-Muster, in einem zusammenlaufenden Dreieck, wird er sich nach vorne bewegen, bis wir dann am Ende des zusammenlaufenden Dreiecks davon ausgehen, das ist also eine A, B, C, D, E-Bewegung. Diese mündet dann in der Welle 4, die wir erwarten, und dann wird er von dort aus stark weiter steigen. Und jetzt schauen wir uns den Live-Chart an. Zusammenlaufendes Dreieck, mehrmals angelaufen. Aktuell ist er noch nicht an die E runtergekommen. Jetzt gibt es die kleinere Wahrscheinlichkeit, dass der Markt direkt hier hochzieht. Wir gehen aber eher davon aus, dass er noch einmal runterkommt, also das Ganze komplettiert. Wir wollen ja selber auch einen weiteren Einstieg finden hier, ja? Also neben dem hier selber nochmal einen Depot-Einstieg. Was wir machen wollen, ich zeige das jetzt mal. Wir wollen hier irgendwo, wenn der Markt nochmal zurückkommt, rein, dann werden wir eine Nachricht verschicken, wir steigen ein bei Nvidia und dann wollen wir hier eine weitere Position hinterlegen. Warum ist das so? Was erwarten wir hier im Anschluss? Was ist unser langfristiges Erwartungsbild für die Aktie von Nvidia?
Dazu schauen wir uns jetzt mal unseren langfristigen Chart an. Dieser ist jetzt auf D für Daily Basis. Das heißt, jede Kerze repräsentiert einen Tag. Da sieht man nochmal ganz klar den Short, den Long und die Gesamtbewegung hier drauf. Wir gehen davon aus, dass der Markt, nachdem er die Korrektur hier abgeschlossen hat, in seiner finalen Welle 5 in Blau, römisch Blau, 5 hochkommt, um dann seine übergeordnete multizyklische 1 abzuschließen. Das bedeutet, wenn der Fünfteiler, der die Welle 1 bildet, abgeschlossen ist, erwarten wir im Anschluss eine langfristige, sehr ausgedehnte Korrektur bei Nvidia. Ganz simpel ausgedrückt und für alle verständlich, wenn wir da oben stehen, wenn die 5 der übergeordneten grünen 1 erreicht ist, das ist der Zeitpunkt, wo wir die absolute Majorität unserer Gewinne realisieren wollen. Wir wollen das Cash der Gewinne rausziehen. Wir wollen in Cash gehen und abwarten, denn im Anschluss erwarten wir eine sehr, sehr, sehr ausgedehnte Korrektur. Mit sehr meine ich über 50%, also dass sich die Aktie halbiert. Aktuell gehen wir davon aus, dass der Markt nach wie vor hier in den Bereich zwischen 180 und 220 sogar kommen kann. Ja, das ist also nicht gegeben, dass der jetzt genau hier korrigiert. Auch dafür wird es dann eine Zielzone geben, die wir dann im Tech 33 Aktienpaket an die Abonnenten weiter verkünden werden, damit die Leute auch wissen, okay, ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn, meine Positionen Stück für Stück zu verkaufen. Wenn wir mal kurz darauf eingehen wollen, wie weit wir sind ja hier im Pre-Market gerade, während ich dieses Video aufnehme, wie weit wir hier noch hochkommen können. Das sind nochmal ungefähr, ja, ungefähr, das kann sich noch ausdehnen, 40 bis ca. 70%, die wir an weiteren Anstieg erwarten, bis die Welle 5 komplettiert und wir dann sagen, okay, jetzt wäre es ein Zeitpunkt, sich zu verabschieden bei dieser Investition. Nicht für immer natürlich, bis dann die übergeordnete grüne Welle 2 abgeschlossen ist und im Anschluss danach, da erwarten wir aber ein ganz, ganz großes Börsenbeben und eine große Korrektur, nicht nur bei Nvidia, sondern auch beim Gesamtmarkt. Im Anschluss wollen wir dann natürlich wieder reingehen und diese Aktien zu sehr günstigen Kursen kaufen. Ich hoffe, das Ganze war transparent gezeigt, wie wir arbeiten, dass es wirklich funktioniert. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das empfindet. Und es funktioniert auch nicht immer, ganz klar. Es gibt immer wieder Märkte, wo wir auch falsch liegen. Gar keine Frage. Aber wenn es funktioniert, dann ist es wie Magie, diese Analyseform. Ich hoffe, das Ganze war spannend. Lasst gerne einen Kommentar da. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Macht's gut. Bis bald.